Hallo liebe Hundefreunde! Wir haben uns schon vor einiger Zeit Gedanken darum gemacht, uns ein Hundebett anzuschaffen. Bislang haben wir es allerdings nicht für nötig erachtet, da unser Border Collie entweder bei uns auf der Couch liegt oder es sich auf dem Boden bequem macht. Die Frage, die wir uns stellten, war: Braucht ein Hund eigentlich ein Bett? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir freundlicherweise vom Hundeshop.de eines zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Es handelt sich dabei um das Relaxo Duo Color in den Maßen 95 x 80 x 15 cm in der Farbvariante Stone Adventure Grey. Im ersten Moment war das für Chinook natürlich alles sehr spannend. Ein Karton, unbekannter Inhalt. Ist das für mich? Kann man das essen? Kann man sich drauflegen? Wir stellten es also in der Wohnung auf und beobachteten 1 bis 2 Wochen, ob es genutzt wurde. Das Produkt selbst kam bei uns nach 2 Tagen in tadellosem Zustand an. Die Nähte sind sauber verarbeitet und auf den ersten Blick macht das Bett einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Die Oberseite ist mit einem gut zu reinigenden, weichen Kunstleder bezogen. Das Material der Rückseite erinnert an die Bezüge von Turnhallenmatten und nach waghalsigem Selbstversuch kann ich sagen, dass es den Anti-Rutsch-Test bestanden hat. Der Kern besteht aus festem und sehr elastischem Schaumstoff. So lässt sich das Bett knautschen, um es beispielsweise zu verstauen, um sich dann beim nächsten Gebrauch wieder in die Ursprungsform zu entfalten. Auf der Rückseite findet man zudem einen Reißverschluss, um den Bezug abnehmen zu können. Nach 2-wöchigem Test können wir sagen, dass Chinook gerne in diesem Bett liegt, aber natürlich viel lieber bei uns auf der Couch. Da aber nicht alle Hunde dieses Privileg genießen können, ist es sicherlich schön, für eine ebenso bequeme Alternative zu sorgen. Die Frage nach dem Sinn eines Hundebetts haben wir zumindest für uns klären können, denn wir sehen es als durchaus hilfreich an, dem Hund einen gemütlichen, festen Platz im Haus zuweisen zu können, auf den er sich zurückziehen kann. Wir danken euch fürs Zusehen und würden uns über Feedback freuen.